Matthias von Sack, 9 Punkte aus den letzten 5 Spielen, eine gute Quote. Was für ein Spiel erwartest du an der Castropa in Bochum? Wird sicher kein einfaches Spiel. Sie haben jetzt auch keinen Sieg eingefahren, ich glaube 3 Spiele verloren. Und die sind natürlich auch heiß auf einen Sieg und auf das müssen wir uns einstellen. Aber ich denke, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, was wir trainiert haben, dann bin ich guter Dinge, dass wir da 3 Punkte mitnehmen. Auch wenn unsere letzte Niederlage 6 Spiele zurückliegt, lassen wir den einen oder anderen Punkt liegen. Was können wir tun, um uns für die offensive Leistung zu belohnen? Ich denke, dass wir gewinnen, brauchen wir Tore. Und da, glaube ich, waren wir ein bisschen nachlässig, haben die eine oder andere Chance liegen lassen und das heißt zu verbessern und zu stabilisieren. Mit Lukas Hinterseer und Dominik Baumgartner, den du aus der U21 kennst, sind 2 Österreicher im Kader. Gibt es da irgendwie WhatsApp-Kontakt oder irgendwelche Nachrichten, dass man sich da ein bisschen triezt vor so einem Spiel? Also in Hinterseer kenne ich jetzt nicht so persönlich, aber in Baumi von der U21 kenne ich dann schon besser und da gab es schon den einen oder anderen Kontakt. Aber was willst du jetzt nicht verraten? Das bleibt unter uns. Okay. Vielen Dank und viel Erfolg.